willkommen. Schönen guten Abend. Pingelingeling erstmal. Heute machen wir mal wieder Drunk Review on the Car mit Frostschock. Wie heißt die Platte? Scheiße. Ja. Egal. Mit Frostschock auf jeden Fall. Drunk Review on the Car. Der Corporal ist auch dabei. Ich glaube, die heißt einfach Frostschock. Die heißt einfach. Ah, wir haben ja hier die Platte so. Ich finde das Intro schon mal sehr nice. Was haben wir denn hier? Ja, die heißt wirklich nur Frostschock, ne? Ja. So sieht die CD aus. Das ist wieder so ein Digipack. Und da denke ich mir immer so, ach Leute, Digipack. Das stößt die Kanten ab oder so. Sieht dann halt immer doof. Aber alter Vater, das Intro feiere ich schon mal echt hart, mega. Aber ja, aber ihr, das ist, jeder kann ein schönes Intro machen. Ich habe schon so viele geile Bands gehört, die ein geiles Intro hatten. Danach kam nur Mist. Aber ich weiß, weil ich gerade schon gehört habe, jetzt kommt was Geiles. Ja. So, weil der Fleming da halt mitmacht. Und der Fleming hat mit Method schon eine geile, richtig geile Band gehabt. Und jetzt macht er halt Frostschock. Wusste ich bis heute auch noch nicht. Kannte ich auch nicht. Ja, das ist genau mein Tempo irgendwie. Das ist genau mein Tempo. So, wie heißt denn der Song jetzt überhaupt? Da müssen wir ja auch mal gucken, irgendwie, wie der Song heißt, ne? Wir machen jetzt hier so ein Kadaverficker meets Vaser. Yeah! Live-Review. Jetzt geht's ab, glaube ich. Ich hab's im Gefühl. Takataka. Das ist aber schon der zweite Song, ja? Ja. Ja, was meinst du? Ja, jetzt geht's los. Ja, das ist für mich, ist das so Gothenburg-Style. Da ist ganz viel so In Flames drin. Sentence früher, bevor die halt gesagt haben, irgendwie wir sind Gothics und ja. Nee, das ist sehr Gothenburg-Style-mäßig. Und das haben die auch selbst produziert. Meine Güte, what the fuck is going on? Wir halten das mal hier rein. Hier, so sieht die CD aus. Bitte bestellen. Das Lustige ist, die ist noch gar nicht draußen eigentlich. Ach, die ist noch gar nicht draußen? Offiziell noch nicht. Die kommt erst nächste Woche. Da ist die Release-Show. Ach, scheiße. Echt? Ja. Wir hatten heute quasi das Privileg, die Band schon zu sehen. Ja. Und diese CD käuflich zu erwerben. Ah. Und für schlanke 15 Euro. Finde ich okay für eine Eigenproduktion und alles, weil Kohle geht halt wenigstens direkt zu den Bands an den Merchstand. Also kann man auch 15 Euro zahlen. Ja, viele Leute sagen immer so, oh, 15 Euro für eine CD, aber ihr müsst ja mal überlegen, was dahinter steckt. Ne? Da steckt eine Produktion hinter etc. pp. Ich bin ganz ehrlich, ich würde keine 15 Euro für eine CD ausgeben, aber... Dafür war ich da. Aber das macht schon Laune. Ja, hier auch so hier mit dem Top. Ich frag mal nach hinten, was sagt denn der Schlagzeuger dazu? Hab ich schon gesagt, finde das sehr geil. Du findest das sehr geil? Ja, ich finde, es gibt wenige Bands, die sich heutzutage noch trauen, solche Mucke zu machen. Ja, komisch, ne? Das ist halt wirklich sehr 90er verhaftet. Aber, ja, wie gesagt, die meisten machen sowas nicht mehr und deswegen gehört da Mut dazu, sowas zu machen. Ich finde es sehr, sehr ordentlich. Sollen wir mal ein Lied weitermachen? Ja, ihr hört ihn, ja genau, wir machen mal ein Lied weiter, weil wir haben ja nie Zeit, irgendwie und alles reinzuhören. Ja, auch geil eigentlich. Aber sind wir mal ehrlich, nach dem ersten Song weiß man eh, wo der Hase ja, die Glocken hat, ne? Ja.
Da wird jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung kommen. Aber die Produktion ist geil auch einfach. Die ist richtig fett. Also die Produktion ist echt fett. Boah, ich guck mal gerade hier rein, wo die das aufgenommen haben. Pass mal auf, jetzt kommt Jörg Ruben. Man sieht halt hier, das haben wir hier, Drunk Review on the Car, hier das Singen. Und hier so ein Booklet. Gucken wir mal rein, ne? Ihr könnt in der Zwischenzeit einen erzählen. Ist auf jeden Fall geil. Solos? Ja, ich kann wieder nichts lesen, weil meine Augen sind schwach. Meine Ohren sind taub, meine Augen sind grau. Froschschock ist auf jeden Fall schon mal ganz geil. Ja, was sagst du? Ja, geile Platte. Also das, was ich jetzt höre. Wir haben sie eben live gesehen und haben sie ordentlich geliefert. Ja, absolut. Das war dann halt auch der Grund wegen den geilen Solis und sowas. Die CD musste her. Wir machen nochmal kurz die 4 an, aber. Ich denke, uns wird wieder Schweden jetzt erwarten. Ja, das ist so ein Gothenburg-Style. Das ist so eine Mischung aus In Flames und Sentence. Interessant ist, live habe ich auch noch Chin of Bottom mit rausgehört. Ja, auf Platte noch nicht. Ehrlich? Ja. Bei den Riffs und sowas. Und so wie ich gehört habe, ist der Fleming wohl auch ein großer Chin of Bottom-Fan. Oder zumindest Chin of Bottom-Fan. Ach, wirklich? Habe ich, meine ich, gehört. Wenn nicht, darf ich mir beim nächsten Mal schlagen, wenn ich jetzt Lügen verbreite. Aber das ist eigentlich keine schlimme Lüge, weil die ersten Chin of Bottom-Sachen waren halt auch geil. Geschmackssache, aber ja. So, aber wir gehen mal zurück zum Fazit. Wir überlassen das Fazit einfach mal dem Corporal Cruel. Was würdest du, wem würdest du diese Platte empfehlen? Das hat der jetzt ja gerade schon gesagt, oder? Nee, aber wem würdest du die Platte empfehlen, wenn die jetzt gerade zugucken? Also alle Leute, die so cool sind wie ich. Ja, oder dann können sie aber nicht viele Leute hören. Okay. Ja. Der Major, sag ich schon. Der Corporal sagt so, alle Leute, die so cool sind wie er, dem empfiehlt er die Platte. Ich empfehle euch das auch. Also geht einfach mal bei Frostschock auf Bandcamp oder irgendwas und holt euch hier das Digipack. Gibt leider keine LP. Ja, sorry. Bestellt ihr das einfach und dann ist alles gut. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das sehen könnt, ist was, richtig? Der Waser sagt das. Abschalten, Leute. Aber ey, immer gute Musik hören, das geht immer. Und jetzt abschalten. Abschalten. Boah, ihr seid ja immer noch da. Ey, schlimm.